Ich grüße Sie hier im Hörsaal. Ich begrüße Sie im kleinen Hörsaal des Anatomischen Institutes. Wir übertragen live in den Nachbarraum. Und ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu Hause an den Computern, all die Personen, die dort zuschauen. Ich freue mich ganz arg, dass es auf eine derart große Resonanz stößt, unsere Ausstellung, die Ausstellungseröffnung. Sie werden die Leute, die hier reden, hinten beschrieben sehen. Und ich begrüße jetzt natürlich an allererster Stelle Herrn Professor Ali. Ich freue mich ganz arg, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich begrüße den Dekan, der Medizinischen Fakultät, Herrn Professor Pichler. Und begrüße Sie natürlich alle ganz, ganz herzlich. Die Ausstellung Entgrenzte Anatomie behandelt am historischen Ort die Rolle der Anatomie in der Zeit des Nationalsozialismus. Sie behandelt auch die Geschichte der Aufarbeitung. Diese hatte erst Ende der 1980er Jahre stattgefunden. Und es waren damals Medizinstudierende, die die Aufarbeitung initialisiert hatten. Und erst aufgrund einer großen internationalen medialen Aufmerksamkeit wurden dann Präparate aus der Anatomie und den medizinischen Sammlungen der Universität Tübingen entfernt und auf dem damaligen Anatomiegrab, dem Gräberfeld X, bestattet. Und diese Maßnahmen hatten damals deutschlandweit Vorbildcharakter. Und genau hier möchte ich jetzt in meinen Begrüßungsworten auch kurz einhaken. Was ist in den Jahren danach in Tübingen geschehen? Die Tübinger Anatomieausstellung spielt in der Studierendenausbildung keine Rolle mehr. Studierende nehmen kaum Notiz von den historischen Exponaten. Dozierende weisen auch nicht darauf hin. Die Exponate stehen seit Jahrzehnten unverändert und unbeachtet im Rund unterhalb dieses großen Hörsaals. Im Wintersemester 2021 haben Studierende der Geschichtswissenschaft die anatomische Sammlung besucht. Und auf die Fragen, die die Studierenden im Anschluss stellten, hatte ich als Lehrstuhlinhaber in der Anatomie keine Antworten. Warum wird nirgends auf die Geschichte der Leichenbeschaffung verwiesen? Warum nirgends auf die Geschichte der Anatomie im Nationalsozialismus? Nirgends auf die Aufarbeitung Ende der 1980er Jahre? Nirgends auf das Gräberfeld X? Warum sind anatomische Exponate grundsätzlich anonymisiert? Warum werden Skelette von Kindern gezeigt, die sich schließlich nicht selber vermachen konnten? Wir Anatominnen und Anatomen führen die Studierenden in Vorlesungen sehr behutsam an das Körperspendewesen heran. Wir berichten jedes Semester über die Geschichte der Leichenbeschaffung in Tübingen und wir berichten auch darüber, dass sich die Leichenzahlen ab 1941 bis Kriegsende verdoppelt haben. Aber wir haben es tatsächlich versäumt, Hinweise in der Sammlung selbst anzubringen. Wir haben uns mit der Sammlung und den Exponaten schlichtweg nicht mehr beschäftigt. Auch haben wir uns dem notwendigen Diskurs nicht gestellt. Ich bin jetzt sehr froh und wirklich sehr, sehr dankbar. Und da drehe ich mich jetzt um und schaue auf die Mitstreiter, dass unter der Leitung von Frau Leonie Brahm, Benigna Schönhagen, Henning Tümmers und Stefan Wannenwetsch ein interdisziplinäres Lehrprojekt mit Studierenden der Geschichtswissenschaft sowie der Medizin initiiert werden konnte. Und dieses Team hat sich dann genau mit dieser Thematik beschäftigt. Die Arbeit der Studierenden möchte ich nun in das Zentrum rücken. Ich zitiere aus dem Ausstellungsbuch, das gerade noch rechtzeitig fertig geworden ist und das Sie an einem Stand hier draußen beim Catering käuflich erwerben können.
Es heißt dort, anfangs kreuzte sich der medizinische Blick mit der Perspektive der Geschichtsstudierenden. Die Begeisterung für anatomische Strukturen und handwerkliche Leistungen der Präparatoren lief parallel zu Fragen nach dem historischen Kontext und nach der konkreten Rolle der Tübinger Anatomie im NS-Unrechtssystem. Im Laufe des Seminars ließen sich jedoch produktive Wissenszirkulationen beobachten. In Arbeitsgruppen, die jeweils zur Hälfte aus Medizinstudierenden und Studierenden der Geschichtswissenschaft bestanden, begannen die einen sich mehr und mehr für die historische Einordnung von Unrecht zu interessieren, während die anderen sich sukzessive dafür interessierten, wie Denkmuster und Paradigmen die moderne Medizin prägten und prägen. Und immer wieder kreisten Diskussionen um die moralisch-ethischen Grenzen der im Fokus stehenden Wissenschaft. Dabei gerieten Kontinuitätslinien über 1945 hinaus in den Blick und die Auseinandersetzung des Instituts mit seiner Vergangenheit rückte in den Fokus. So entstand der Titel Entgrenzte Anatomie, eine Tübinger Wissenschaft und der Nationalsozialismus. Der medizinischen Fakultät bin ich für das wirklich sehr große Interesse und die finanzielle Unterstützung sehr dankbar. Allen Teilnehmern bin ich dankbar für die neu aufkommende Diskussion. Es zeigt uns Anatominnen und Anatomen auf, dass wir eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe haben. Gerade die Beschäftigung mit der Entgrenzung zur Zeit des Nationalsozialismus, die Beschäftigung mit der Geschichte der Aufarbeitung und die neue wichtige Diskussion zur Verwendung von historischen Präparaten müssen Einzug in die Medizinerausbildung erhalten. Es ist wichtig für die berufliche Identifikation und es ist wichtig für die ärztliche Professionalisierung. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch ich begrüße Sie sehr herzlich und freue mich über das große Interesse an der Ausstellung. Was wir heute eröffnen, Sie haben es schon gehört, ist das Ergebnis mehrerer Lehrforschungsprojekte, bei denen sich Studierende mit der Tübinger Anatomie im Unrechtskontext des Nationalsozialismus und mit dem Umgang mit Human Remains befasst haben. Die Frage nach einem angemessenen Umgang mit menschlichen Überresten wird aktuell vor allem im kolonialen Kontext diskutiert. Aber an den Universitäten und Museen existieren auch wissenschaftliche Sammlungen mit menschlichen Überresten, die aus NS-Unrechtskontext stammen. Auch die Tübinger Anatomie verwendete zwischen 1933 und 1945 die Leichen von Menschen, die Opfer des NS-Gewaltsystems geworden waren. Es waren aus politischen Gründen Hingerichtete, sowjetische Kriegsgefangene sowie Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, vornehmlich aus Osteuropa. Wie Bernhard Hirt eben schon erwähnt hat, wurden die bis dahin noch in der Lehre verwendeten Präparate von NS-Opfern 1990 unter internationalem Druck aus den medizinischen Sammlungen der Universität entfernt und auf dem Gräberfeld X des Stadtfriedhofs begraben. Der genaue Blick auf die Geschichte der Tübinger Anatomie zeigt aber auch, dass sie schon vor 1933 tote Menschen, deren Körper ohne ihre Zustimmung in die Anatomie verbracht worden waren, für Forschung und Lehre nutzte. Damit überschritten sie ethische Grenzen, die wir heute sehen, die aber auch schon früher diskutiert wurden. Diese Zwangspraxis wurde erst in den 1960er Jahren von der freiwilligen Körperspende abgelöst. Sie bildet heute die Grundlage der anatomischen Arbeit. Doch die aktuelle Schausammlung der Tübinger Anatomie wie andere anatomische Anstalten basiert noch immer auf den Präparaten, die von Menschen stammen, denen in der Anatomie ihr Name genommen wurde, die anonym im Gräberfeld verscharrt wurden. Kein Hinweis, Sie haben es gehört, erinnert am historischen Ort an diese Menschen. Ebenso wenig gibt es bis jetzt in der Schausammlung
an der Tag für Tag immerhin hunderte künftige MedizinerInnen vorbeigehen, eine Information über die Verstrickung der Thüminger Anatomen in die NS-Gewaltherrschaft. Das Gräberfeld X und die Tübinger Anatomie, diese zwei Institutionen schienen nichts miteinander zu tun zu haben. Diese Leerstelle gab den Anstoß zu der Idee, am historischen Ort in der alten Anatomie eine temporäre Ausstellung über die Thüminger Anatomie in der NS-Zeit zu installieren, um auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Realisieren ließ sich das Vorhaben allerdings nur, weil unsere Idee sofort die Zustimmung des Institutsdirektors erhielt. Seine Offenheit für historische Fragen und sein Engagement für die Ausstellung bildeten eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Lehrforschungsprojekte. Wir haben den Dank zwar für das Ende der Eröffnung vorgesehen, doch schon jetzt möchten wir hier Bernhard Hirt an dieser Stelle ausdrücklich für seine großartige Unterstützung danken. Lehrforschungsprojekte sind ein relativ neues Format. Sie verbinden Lehre und Forschung mit der praktischen Vermittlung. Dabei verschwinden die Ergebnisse studentischen Arbeitens nicht in Form von Hausarbeiten in einem Aktenschrank, sondern sie führen direkt zu anwendungsbezogenen Resultaten, bei denen Studierende mögliche Berufsfelder kennenlernen und sich in ihnen auch erproben können. In diesem Fall mündeten sie in einer Ausstellung und in einem Katalog. Adressatenorientiert transportieren sie die Ergebnisse der Forschung in die interessierte Öffentlichkeit. Das Besondere und Ungewohnte der beiden Lehrforschungsprojekte, die dieser Ausstellung und der Begleitpublikation zugrunde liegen, ist ihr interdisziplinärer Charakter. Zwei Semester lang haben Studierende der Medizin und Studierende der Geschichtswissenschaft gemeinsam an dem Thema gearbeitet. Sie wurden angeleitet von uns vier Kuratorinnen, Leonie Brahm und Henning Tümmers vom Institut für Ethik und Geschichte der Medizin und von Stefan Wanwitsch und mir vom Forschungsprojekt Gräberfeld X, das am Institut für geschichtliche Landeskunde angesiedelt ist. So kamen unterschiedliche Ansätze zusammen, medizingeschichtliche und kulturgeschichtliche Expertise mischten sich mit Ausstellungserfahrung und Zeitzeugenkompetenz. Bewusst gemischt zusammengesetzt haben wir auch die studentischen Arbeitsgruppen und konnten erleben, das haben Sie eben schon gehört, wie es sukzessive zu einem produktiven Austausch von Wissen und Fragestellungen kam, wie sich die Perspektiven der Medizinerinnen, denen der Historikerinnen annäherten und umgekehrt und wie dabei ein sehr viel differenzierteres, aber auch vielleicht ein weniger eindeutiges Bild entstand. Neu und ungewohnt waren für alle Studierenden die Frage, wie und mit welchen Objekten die gewonnenen Erkenntnisse dreidimensional im Raum, noch dazu in einer historischen Ausstellungsarchitektur präsentiert werden könnten. Mehrere Herausforderungen waren dabei zu meistern. So musste etwa für manch findig aufgetanes Objekt Ersatz gefunden werden, weil die Präsentation der Originale aus konservatorischen Gegebenheiten oder versicherungstechnischen Bedingungen scheiterte. Das starre Raster der Semestereinteilung sowie der unterschiedliche Workload der beiden Studiengänge erlaubten zudem nur wenigen Beteiligten bis zum endgültigen Aufbau der Ausstellung dabei zu sein. Teamarbeit, auch in Form von Weiterarbeit mit dem vom Vorgängersemester erarbeiteten Ergebnissen, war deshalb erforderlich. Die Neugier auf das endgültige Ergebnis muss deshalb bei allen beteiligten Studierenden riesengroß sein. Aber davon werden diese gleich selber berichten. Ich will zuvor nur noch auf das Begleitprogramm hinweisen. Schon im Vorfeld hat es mehrere Vorträge zu speziellen Aspekten der Anatomie und einzelnen Anatomen gegeben. Von jetzt an bis zum Ende der Ausstellung im September werden die Vorträge vor allem den Opfern gelten. Jeweils montags werden unterschiedliche Gruppen von Menschen vorgestellt werden, deren Körper zwangsweise in die Anatomie kamen. Auch für das Begleitprogramm haben sich Studierende engagiert. In einem weiteren Lehrforschungsprojekt haben sie dafür Vermittlungsformate erarbeitet. Sie haben einen Blog gestaltet, Führungen entwickelt, Workshops für Schülerinnen konzipiert und eine Lesung zusammengestellt. Die Termine finden
Sim Fleischer, der überall ausliegt. Und damit übergebe ich das Mikro an Furkan Yüksel für den ersten studentischen Erfahrungsbericht. Erstmal ein herzliches Hallo an alle und ein Danke für Ihr Kommen. Ich hätte jetzt nicht mit so vielen Menschen gerechnet, um ehrlich zu sein. Und weil ich aus der studentischen Perspektive spreche, vielleicht noch ein gesondertes Danke an alle Kommilitonen, die heute da sind und Kommilitonen. Mein Name ist Furkan Yüksel und ich war die vergangenen Semester Teil des Lehrforschungsprojektes Der Umgang mit Human Remains, die Tübinger Anatomie im Unrechtskontext der NS-Zeit. Die Ausstellung, die wir uns heute gemeinsam ansehen werden, nach dem Vortrag von Götz Ali, ist das Ergebnis dieser Lehrforschungsprojekte. Ich hatte das Privileg, in den letzten 3 Semestern im Projekt mitzuwirken. Im Winter 2021 habe ich gemeinsam mit Kommilitoninnen an der theoretischen Annäherung des Themas gearbeitet, im Sommer 2022 dann an der Ausstellung und im Winter danach, also im vergangenen Semester, zu verschiedenen Vermittlungskonzepten. Meine Gruppe hat, wie bereits erwähnt, den Workshop für die Schulen gemacht und meine Gruppe ist auch heute hier anwesend. Über 3 Semester konnte ich also einen recht prägenden Einblick in die Arbeit an Ausstellungen und in Archiven gewinnen. Wenn ich jetzt nach dem Vortrag die Ausstellung besuche, werde ich mich daran erinnern, dass der Weg hin zur fertigen Ausstellung lang und nicht immer einfach war. Abgesehen von Corona-bedingtem Wechsel zwischen Offline- und Online-Sitzungen, diversen Kompaktsitzungen, die einen ganzen Tag in Anspruch nahmen, einem sich nicht immer einigen Team von 4 Dozierenden und genau allen anderen Hindernissen, die es so im üblichen Studierendenalltag gab, gab es eben genau viele Hindernisse, die aber mit der Eröffnung der Ausstellung sicherlich zunehmend in Vergessenheit geraten werden. Was bleibt, sind wichtigere Erfahrungen. Die Arbeit mit den Historikerinnen, den Medizinerinnen und allen anderen Studierenden war äußerst produktiv und angenehm. Man hatte das Gefühl, nicht allein an etwas zu arbeiten, sondern wirklich gemeinsam an einem großen Projekt zu sitzen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Ich empfand die Atmosphäre in den freien Arbeitszeiten, in denen wir als Gruppe zusammenkamen, immer professionell, kritisch, fair und offen. Kritik war stets konstruktiv und Meinungsverschiedenheiten führten zu Diskussionen, die sicherlich ihre Spuren in den Arbeiten der Studierenden hinterlassen haben. Ich verbinde mit den vergangenen Lehrforschungsprojekten Vorfreude und Spannung. So viele Menschen haben Zeit und Energie in die Recherche und die Arbeit an Objekten gesteckt, dass ich es kaum abwarten kann, das erste Mal in die fertige Ausstellung zu gehen und die Texte der anderen zu lesen und noch mehr über ein Thema zu erfahren, mit dem ich mich über ein Jahr beschäftigt habe. Um mir diese Vorfreude nicht zu nehmen, war ich auch noch nicht im Raum nebenan. Jenes Thema der entgrenzten Anatomie und die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit diesem war eine prägende Erfahrung. Ich empfand die Arbeit an manchen Quellen belastend. Sie zu lesen war dennoch stets mit einer historischen Faszination verbunden, aber oft auch mit dem Beigeschmack, den man bekommt, wenn man merkt, dass Historisches einen theoretischen Rahmen verlässt und kurz fühlbar wird. In Momenten wie diesen gingen mir manche Patientinnenakten oder ideologisierte Arbeiten sehr nah. Die Zahlen und Schicksale, die wir lasen, stehen für Menschen, die Unrecht erlebt haben. Jede Zeile in den Leichenbüchern hat eine Geschichte. Hinter jeder Zeile in den Leichenbüchern steht ein Mensch. Letztlich geht mit diesem Thema und diesen Quellen eine Verantwortung als Historiker und als Historikerin einher. Der Öffentlichkeit Einblicke zu gewähren und manchen gesellschaftlichen Narrativen entgegenzuwirken. Ich hoffe, dass die Ausstellung gut besucht wird und dass sie auch aufzeigen kann, dass es noch lange nicht Zeit für einen Schlussstrich ist, sondern dass Erinnerungsarbeit und die Aufarbeitung von Vergangenem stets Prozesse sind, die immer wieder am Leben erhalten werden müssen. Auch heute leisten wir einen Beitrag dazu. Vielen Dank. Rückblickend auf die Lehrforschungsprojekte merkt Michaela Kestel zu Recht an, dass der ausgewählte Ausstellungstitel Entgrenzte Anatomie, eine Tübinger Wissenschaft und der Nationalsozialismus nicht alle Aspekte der Ausstellung zu erfassen vermag. Ja, das Wichtige ist, wie sie schreibt, darin untergeht. So tauchen gerade jene Menschen, die ohne ihre Zustimmung nach ihrem Tod in die Anatomie verbracht wurden, in deren Lebensgeschichten Michaela Kestel gemeinsam mit Hendrik Zwielong
Rebecca Kowalski und Sarah Schkatula erarbeitet hat, in dem Titel nicht auf. Nicht präsent sind aber auch die Human Remains, das heißt die humanen Präparate, die für unsere Lehrforschungsprojekte noch titelgebend waren. Tatsächlich sind mit den drei Punkten Human Remains, Opferbiografien und der Geschichte der Anatomie im Nationalsozialismus drei Perspektiven verbunden, die sich nicht ohne weiteres auf einen Punkt bringen lassen. Die Frage nach den Human Remains ist etwa nicht zu beantworten, wenn man den Untersuchungszeitraum auf die Jahre der NS-Herrschaft beschränkt. Denn erst 1982 kam der letzte Tote ohne eigene Zustimmung in die Tübinger Anatomie und damit exakt 500 Jahre nach Begründung der zwangsbasierten Leichenbeschaffungspraxis durch ein päpstliches Breve. Zeichnet man aber solch lange Linien, drohen die Besonderheiten der NS-Zeit darunter zu verblassen. Im positiven Sinne vermag eine solche Kontextualisierung aber die Rolle der Anatomie im Nationalsozialismus zu perspektivieren und damit eröffnet sich ein differenzierter Blick auf diese Zeit. Individuelle Opferbiografien wiederum tragen analytisch kaum zur Klärung der Rolle der Anatomie im Nationalsozialismus bei. Die Menschen kamen nach ihrem Tod und damit ohne eigene Handlungsfähigkeit in die Anatomie. Ihre Körper dienten den Anatomen als sogenanntes Material. Ihre Lebensgeschichte und damit ihre Individualität wurde mit dem Eintrag spärlicher persönlicher Daten in das Leichenbuch gleichsam ad acta gelegt. Und doch erfüllen die individuellen Lebensgeschichten in der Ausstellung eine wichtige Funktion. Sie erinnern daran, dass hinter den humanen Präparaten Menschen standen, deren Lebensgeschichte es in der Debatte um den Umgang mit Human Remains auch zu berücksichtigen gilt. Die drei Perspektiven sind in drei unterschiedliche Ausstellungslinien eingeflossen. Im Mittelpunkt steht die chronologische Entwicklung der Tübinger Anatomie seit ihren Anfängen bis in unsere Zeit. Die Opferbiografien, wie auch die Präparate und Modelle der anatomischen Schausammlung, rahmen sie ein. Ein Schwerpunkt in der chronologischen Linie bilden die drei Stationen zum Nationalsozialismus. Zunächst zeigt die Station Einschnitte, wie sich die Anatomie als Fach entgrenzte. Spätestens ab 1941 nahm die traditionelle Armenanatomie immer stärker Züge einer Rassenanatomie an. Das heißt, statt mittellos verstorbener Deutschen kamen nun vor allem sowjetische Kriegsgefangene, polnische Zwangsarbeiterinnen und aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossene Deutsche in die Anatomie. Doch nicht nur der Leichenzugang änderte sich radikal, sondern auch die Arbeitsweise einiger Anatomen. Sie nutzten die Möglichkeiten, die die NS-Gewaltherrschaft bot, rücksichtslos aus. Am weitesten ging der Straßburger Anatomiedirektor August Hirt, der für seine Forschungen morden ließ. Die folgende Station wirft die Frage auf, ob die spezifischen Netzwerke, in die die Anatomien eingebunden waren, zu erklären vermag, weshalb es in der Tübinger Anatomie zu keinen vergleichbaren Entgrenzungen wie in Straßburg gekommen ist. Und doch profitierte auch das hiesige Institut vom NS-Unrechtssystem. Denn die zuvor oft prekäre Leichenversorgung war zumindest für den Augenblick gesichert. Die Tübinger Anatomie profitierte aber nicht nur von der Gewaltherrschaft, sie machte sich mit der völkerrechtswidrigen Annahme sowjetischer Kriegsgefangener auch selbst schuldig, wie Station 4 zeigt. Diese Station macht auch deutlich, dass der Unrechtsbegriff nicht nur eine juristische Dimension umfasst, sondern auch eine ethische. Ethische Maßstäbe waren es auch, mit denen Studierende nach 1945 immer wieder die NS-Vergangenheit der Universität wie auch ihre Fakultäten und Fachbereiche skandalisierten. Die Aufklärung über die Rolle der Tübinger Anatomie setzte erst gegen Ende der 1980er Jahre ein. Medizinstudierende äußerten damals den Verdacht, noch immer an Präparaten von NS-Opfern ausgebildet zu werden. Eine externe und unabhängige Kommission formulierte daraufhin erste Leitlinien für den Umgang mit Humanpräparaten, aber auch mit der NS-Geschichte. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass die freiwillige Körperspende Mitte der 60er Jahre keineswegs als eine ethische Lehre aus der NS-Zeit eingeführt worden war. Vielmehr funktionierte das System der zwangsbasierten Leichenversorgung in der liberalisierten Wohlstandsgesellschaft der Bundesrepublik schlicht nicht mehr, wie die abschließende Station zeigt. Sie geht auch der Frage nach, wie die freiwillige Körperspende und die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit die Kultur des Faches verändert haben. Als ungeklärte Fragen bleibt, welchen Zweck anatomische Schausammlungen künftig haben können und damit verbunden, wie die AnatomInnen mit humanen Präparaten umgehen sollen, die nicht von freiwilligen KörperspenderInnen stammen.
Welchen Weg wir in unserer Ausstellung gewählt haben, wird Ihnen nun Leonie Brahm erläutern. Ja, vielen Dank. Genau, ich werde jetzt Gedanken oder unsere Gedanken zur Gestaltung in der Ausstellung mit Ihnen teilen. Die Ausstellung verbindet vielfältige Perspektiven, das haben wir heute schon gehört, auf die Geschichte einer Wissenschaft, auf ihre Praktiken und auch auf ihre Materialien und Objekte. Wie soeben geschildert, bleiben dabei Fragen offen. Viele dieser Fragen, die sich die Studierenden in den Lehrforschungsprojekten gestellt haben, begleiten die Besucher und Besucherinnen in Form von Denk- und Sprechblasen in die Ausstellung. Sie bilden die unterschiedlichen Zugänge an die Themen der Ausstellung ab und spiegeln die Arbeit der Studierenden in den Lehrforschungsprojekten, insbesondere zur Umsetzung der inhaltlichen Konzeption und der Auswahl von Exponaten. Wie kann eine Ausstellung zur Geschichte der Anatomie im Nationalsozialismus gestaltet werden, wenn die zentralen Objekte, die anatomischen Präparate aus dieser Zeit, bereits entfernt und bestattet wurden? Und welche Wege des angemessenen Zeigens kann die Ausstellung beschreiten, wenn die noch vorhandenen Exponate der anatomischen Sammlung ebenso sensible Fragen zum Umgang mit Human Remains berühren? Human Remains in der anatomischen Sammlung, vor allem Humanpräparate, sind besondere Objekte. Sie zeichnen sich durch ganz eigene, ambivalente Eigenschaften aus. So sind sie einerseits Wissensobjekte der Anatomie. Sie sind Ergebnisse anatomischer Praktiken und legen sichtbar Zeugnis des menschlichen Körpers ab. Damit sind sie andererseits aber auch immer ein Verweis auf die Menschen hinter den Präparaten. Darüber hinaus sind sie im Kontext der anatomischen Schausammlung auch noch Exponate, die ausgestellt und gezeigt werden. Das Ausstellen von Humanpräparaten ist vor allem aufgrund ihrer heute zumeist nicht mehr gänzlich rekonstruierbaren Herkunftsgeschichten eine sensible Frage historischer Kontextualisierung. So hat der Deutsche Museumsbund 2013 einen ersten Leitfaden herausgebracht, in dem das Ausstellen von menschlichen Überresten in Sammlungen oder Museen nur empfohlen wird, wenn sie eindeutig keinem Unrechtskontext zugeordnet werden können. Gerade also für die Präparate, die beispielsweise in einer Zeit des Unrechts wie der NS-Gewaltherrschaft entstanden sind, verbietet der angemessene Umgang das Zeigen und Ausstellen daher ganz. Wie kann eine Ausstellung nun also auf diese vielfältigen Fragen, Perspektiven und sensiblen Kontexte eingehen? Und wie kann die Spannung zwischen Zeigen und Nicht-Zeigen gestalterisch umgesetzt werden? Auf Grundlage dieser Auseinandersetzung hat der Künstler Stefan Potingowski vom Atelier für Formgebung ein überzeugendes Gestaltungskonzept erarbeitet, das auf die Herausforderungen der temporären Ausstellung eingeht und zugleich den historischen Ort und die anatomische Schausammlung einbezieht. Die Exponate der chronologischen Ausstellungslinie zur Tübinger Anatomie finden in Schaukästen, die in die historischen Vitrinen der Sammlung eingesetzt sind, einen zentralen Platz. Ober- und unterhalb dieser Schaukästen sind die Präparate und Modelle der Sammlung zusammengestellt. Gleich einem Depot in dichter Anordnung finden Sie so einen vorübergehenden neuen Platz. Der Blick auf diese Objekte ist durch eine Sichtfolie verdeckt, nur die Umrisse deuten auf diese neue Ordnung hin und verweisen somit auf die Frage, wie diese Objekte und Präparate in Zukunft in der Schausammlung gezeigt werden. Die temporäre Ausstellung befindet sich so im Kontakt, gleichsam im Dialog mit der Schausammlung. Dabei werden in der temporären Ausstellungslinie sensible Objekte menschlichen Ursprungs gar nicht oder nicht direkt gezeigt. Durch diesen Bruch des direkten Blicks auf die Objekte werden neue Möglichkeiten des Zeigens eingesetzt. Diese werden zudem von Interventionen begleitet, die deutlich machen, welche Probleme und Fragen sich bei den Objekten ergeben. Neben den Schaukästen in den Vitrinen ragen in den Raum hinein Opferbiografien jener Menschen, deren tote Körper während der NS-Zeit in die Anatomie verbracht und dort seziert wurden. Diese Biografien brechen auch gestalterisch die Chronologie der ersten Ausstellungslinie auf und so finden die Menschen hinter den Präparaten einen zentralen Weg in die Ausstellung selbst. Zur Gestaltung und Auseinandersetzung mit den gezeigten und nicht gezeigten Exponaten gehören zudem die beiden Vorräume der Ausstellung. Im ersten Raum hat Stefan Potingowski gemeinsam mit der Textilkünstlerin Margarete Ward eine Installation aus Leichentüchern erarbeitet, die eine erste textile Begegnung mit den Menschen in die Anatomie darstellt. Auf die Leichentücher sind Namen der Opfer aus der NS-Zeit von der Künstlerin gestickt worden. An einzelnen Terminen können diese Namen in Form praktizierter Erinnerungsarbeit unter Anleitung
Bestattung von Margarete Wath von Besuchenden erweitert und neue Leichentücher bestickt werden. Der zweite Raum greift die Fragen der Studierenden auf und leitet somit auch gestalterisch an die komplexe Thematik heran. Dadurch dient dieser Raum gleichsam als Reflexionsort nach dem Besuch der Ausstellung. Diese vielfältigen gestalterischen wie objektbezogenen Versuche, einen angemessenen Umgang mit den Präparaten der anatomischen Sammlung und den Perspektiven der temporären Ausstellung zu finden, eröffnen für die Besucher und Besucherinnen, für Studierende und Mitarbeitende neue Wege für einen übergreifenden Austausch. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christina Häderle. Ich bin Medizinstudentin seit heute, 5. Semester. Und ich freue mich sehr, Ihnen ein wenig von meiner Erfahrung mit dem Lehrforschungsprojekt erzählen zu dürfen. Ich habe in den ersten beiden Semestern des Projekts teilgenommen. Erfahren habe ich davon in der Einführungsveranstaltung zum Präparierkurs, also dem Kurs, in dem Medizinstudierende die menschliche Anatomie anhand von Präparaten von KörperspenderInnen lernen. Es war eine besondere und wichtige Erfahrung für mich, mich mit der Anatomiegeschichte und ihren Schattenseiten zu beschäftigen, während ich selber jeden Morgen im Präpariersaal verbracht habe. Das erste Semester des Projekts war geprägt von viel Quellenarbeit, mit der ich seit der Schule eigentlich nichts mehr zu tun hatte. Im Gegensatz zu den Geschichtsstudierenden und den Dozierenden, von denen ich viel lernen durfte, dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ich habe dabei erfahren, wie viel Arbeit es bedeutet, aus Quellen ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild der Vergangenheit zu rekonstruieren. Im zweiten Semester ging es dann um die Frage, wie man dieses Bild, das man herausgearbeitet hat aus den Quellen, den BesucherInnen der Ausstellung präsentiert. Wie erklärt man durch Objekte und Texte die Zusammenhänge? Was soll bei den BesucherInnen hängen bleiben? Wie kann man zeigen, dass dieses Thema relevant ist für die Gegenwart? Dabei wurde mir klar, wie viel Arbeit zum Beispiel in einem einzigen kleinen Objekttext stecken kann, den man in irgendeiner Ausstellung sieht. Die Teilnehmenden im dritten Semester des Projekts, in dem ich leider nicht mehr teilnehmen konnte, haben sich mit der Frage der Gestaltung natürlich noch konkreter beschäftigt und umso gespannter bin ich natürlich auf das Ergebnis ihrer Arbeit. Aber was ist denn bei mir persönlich hängen geblieben? Für mich als Medizinstudentin ist die Anatomie eine wichtige Grundlage für die weitere medizinische Arbeit. Was mir bei der Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte klar wurde, ist, dass die Fülle des Wissens über den menschlichen Körper, die wir heute so haben, die wir lernen dürfen oder auch müssen, dass dieses anatomische Wissen nicht einfach nur Produkt des wissenschaftlichen Fortschritts ist, der einfach so passiert, sondern dass einige Anatomen im Verlauf der Geschichte leider kein Problem damit hatten, für diese Erkenntnisse mit der Würde derer zu bezahlen, an deren Körpern sie ohne ihre Zustimmung gearbeitet haben. Das wäre so der erste Aspekt. Der zweite Aspekt: Was haben wir aus den Fehlern anderer gelernt? Zum Beispiel wurde eben das sogenannte Körperspendewesen entwickelt, das ja schon erwähnt wurde. Wir arbeiten heute an Körpern von freiwilligen SpenderInnen, die nach ihrem Tod noch einen Beitrag zur medizinischen Ausbildung und Forschung leisten wollen und die damit ja anderen Patienten zum Beispiel wiederum helfen. Wir begegnen diesen Menschen im Präpariersaal mit größtem Respekt und Dankbarkeit. Und das ist alles gut und richtig, bedeutet aber nicht, dass wir mit der Vergangenheit abschließen können, sondern dass wir aktiv dafür sorgen müssen, dass sie sich nicht wiederholt. Die dritte wichtige Frage ist daher, wie konnte es dazu kommen und wo muss man aufpassen, damit es sich eben nicht wiederholt? Was hat diese Anatomen zu solchen Verbrechen befähigt? Wie haben sie ihre Handlungen vor sich selbst und vor anderen gerechtfertigt? Bei der Beschäftigung mit den Denkmustern der Täter haben wir gelernt, dass zu diesen Mustern neben der nationalsozialistischen Ideologie oft auch scheinbar harmlosere gehörten. Zum Beispiel einfach wissenschaftlicher Ehrgeiz, das Streben nach Erkenntnisgewinn oder Karriereerfolg. Gefährlich wurden diese an sich ja nicht schlechten Ziele, dadurch, dass sie an erste Stelle gestellt wurden und sich die Täter gleichzeitig scheinbar abgekapselt haben von ethisch-moralischen Grundsätzen, als sei der Präpariersaal, die Wissenschaft, ein Raum, in dem andere Regeln gelten. So wurde die Entmenschlichung der Opfer und die Betrachtung ihrer Körper als bloße Objekte ohne Würde möglich. Und solche Denkmuster sind eben nicht an eine Epoche gebunden. Es ging ja eben auch anders, wie die wenigen, aber eindrücklichen Beispiele von Menschen zeigen, die sich empörten über die Verwendung der Körper von NS-Opfern in der Anatomie. Ebenso inspirierend sind die Geschichten der Menschen, die später Aufklärung der Verbrechen forderten und vorantrieben. Damit sich die Vergangenheit nicht wiederholt, ist die Beschäftigung mit der Geschichte der Anatomie und den Grenzen, die sie sich selbst setzen muss, so wichtig.
ebenso wichtig ist es meiner Meinung nach auch zu reflektieren, warum das für mein Denken und Handeln relevant ist. Sehr gut geht das zum Beispiel beim Gang durch eine solche Ausstellung, auf die ich schon sehr gespannt bin. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ist es uns, den Kuratorinnen und Kuratoren der Ausstellung Entgrenzte Anatomie, eine ganz besondere Freude, heute Abend am Abend der Eröffnung Dr. Götz Ali hier in Tübingen begrüßen zu dürfen. Die Ausstellung, die Sie in etwa einer guten Stunde besichtigen können, das haben meine Vorrednerinnen und Vorredner bereits erläutert, befasst sich mit der Vorgeschichte, der Geschichte und der Nachgeschichte der Tübinger Anatomie im Dritten Reich. Vor diesem Hintergrund erschien es uns nur logisch und konsequent, Götz Ali zu bitten, heute Abend einen Vortrag zu halten. Denn Herr Ali ist nicht nur ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Nationalsozialismus oder der NS-Medizin, was viele von Ihnen nicht wissen dürften, Götz Ali ist selbst Teil der Nachgeschichte der Tübinger Anatomie. Was meine ich damit? Nun, es war im Wintersemester 1988-89, als die Fachschaft Medizin in Bad einen Vortrag im Rahmen der Studium Generale-Reihe mit dem Titel Medizin im Nationalsozialismus zu halten. Das entsprechende Programm wird übrigens in unserer Ausstellung gezeigt. Damals wollten die Tübinger Studierenden erfahren, ob sie noch immer an anatomischen Präparaten aus der NS-Zeit ausgebildet werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte Götz Ali genau diese Frage bereits für die Präparatesammlung des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie in Berlin gestellt. Er war also aus Sicht der Fachschaft der ideale Kandidat für einen Vortrag. Zu seiner Biografie. Götz Ali ist Politologe, Journalist und Historiker. Ende der 1960er Jahre besuchte er die Deutsche Journalistenschule in München. Danach studierte er an der FU Berlin Geschichte und Politikwissenschaften. 1978 wurde Götz Ali promoviert. In den 80er Jahren und in den Jahrzehnten danach arbeitete er als Redakteur, leitender Redakteur und freier Journalist im Grunde für alle großen Zeitungen der Bundesrepublik, die Taz, die Zeit, die FAZ, die Berliner Zeitung und so weiter. In den 80er und 1990er Jahren, Historiker und Historikerinnen kommen daran nicht vorbei, gab er zudem die renommierten und sehr wichtigen, wie ich finde, Beiträge zur nationalsozialistischen Gesundheits- und Sozialpolitik heraus. Heute heißen sie Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus. 1994 folgte dann die Habilitation am Otto-Suhr-Institut in Berlin. Zu Götz Alis Themen zählen die Großen der deutschen Zeitgeschichte, die nationalsozialistische Gesundheitspolitik, der Holocaust, der Antisemitismus, die NS-Wirtschaftspolitik und 1968. Vor kurzem, 2021, widmete er sich in seinem Werk Das Prachtboot auch dem deutschen Kolonialismus. Es ist eines von vielen Monographien und Herausgeberschaften, die Götz Ali verfasst hat. Noch in diesem Jahr den Titel Unser Nationalsozialismus, Reden in der deutschen Gegenwart. Götz Ali hatte diverse Gastprofessuren, unter anderem am Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt am Main. Ebenso wurde er auch mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, die ich aus Zeitgründen hier im Einzelnen nicht alle aufzählen kann. Für seinen Vortrag haben wir hingegen alle Zeit der Welt. Konkret heißt das maximal 60 Minuten. Götz Ali hat ihn wie folgt betitelt: Die NS-Gewaltherrschaft als Glücksfall für die Forschung, Verdienste, Ruhm und Ehre der Anatomen Voss, Thalervorden und Stieve. Herr Ali, vielen Dank, dass Sie zu uns nach Tübingen gekommen sind. Sie haben das Wort. Altert offenbar gut. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr über die Einladung und bin Ihnen sehr dankbar. Es ist so ein Rückblick, den ich da machen musste. Eigentlich war ich schon weit weg und ich habe mich auch immer nur sehr zufällig mit Anatomie beschäftigt. Das werden Sie gleich erfahren. Und ich habe die Ausstellung schon gesehen. Sie besticht durch ihre Diskretion. Also man muss sich wirklich beschäftigen. Ist mir gezeigt worden. Ich bin da sehr beeindruckt. Also man muss wirklich, man kann da nicht durchgehen und sagen, ich habe sie gesehen. Das kann ich Ihnen gleich sagen. Nehmen Sie sich dafür eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Das ist erforderlich und dann lernen Sie wirklich etwas. Schwierigkeiten habe ich mit diesem Begriff, den ich hier immer wieder gehört
habe, nationalsozialistischer Unrechtskontext, das ist so entmenschlicht. Ich habe mein Buch Unser Nationalsozialismus gerade genannt. Und man muss hier klar machen, es geht nicht nur um Anatom, es geht um die Frage, Hitler, wie konnte das überhaupt geschehen? Und wenn ich mich hier so umgucke, dann sind wir relativ germanisch. Und man muss sich doch klar machen, wer hier länger als 3-4 Generationen seine Familie hat, der hat automatisch welche dabei. Und die waren nicht weniger intelligent, nicht weniger moralisch als wir heute. Und trotzdem konnte Hitler 18 Millionen deutsche Männer als Soldaten mobilisieren. Und es ging nicht nur um Anatom. Und diese Frage ist es ja, die bewegen muss. So sehr ich verstehe, dass man das immer wieder reduziert. Aber Goethe sagt ganz richtig, die Menschen brauchen Begriffe, um sich nicht mit den Tatsachen allzu genau auseinandersetzen zu müssen. Nun zum Thema. Das ist ja bis heute sehr beliebt. Also mein Kontakt zu den deutschen Anatomen ist ganz zufällig begonnen. 1981 bin ich, da war gerade der Kriegszustand in Polen ausgebrochen, aber ich hatte länger schon eine Archivreise nach Poznan, Posen beantragt, um dort über deutsche Umsiedlungs- und ethnische Politik mir Akten anzusehen. Und ich war da weit und breit in einem ungeheizten Archiv im Dezember der einzige Historiker. Und in deutschen, westdeutschen Kreisen hieß es auch, die Polen lassen einen gar nicht an die Akten ran. Das stimmt nicht, stimmte nie. Wir sind in einem sehr guten Zustand dort, immer schon gewesen und waren auch immer öffentlich. Und am vorletzten Tag meiner Abreise wurde ich in das Westinstitut, das Institut Zachodny, gebeten. Und da kam ein Professor Olszewski auf mich zu und sagte, sagen Sie mal, sagt Ihnen der Name Hermann Voss was? Dann sage ich, ja, wüsste, das sei ein Anatom gewesen. Meine Frau ist Physiotherapeutin und natürlich hat die nach Voss-Herrlinger Anatomie gelernt. Und eine ganze riesige Generation von Medizinern haben nach Voss-Herrlinger genannt. Voss, Hermann Voss, war ein sehr guter Anatom, keine Frage. Ein sitzengebliebener Privatdozent, der 1940 zu Führers Geburtstag, er war in Leipzig gewesen, dann doch noch eine Professur kriegte im fortgeschrittenen Alter an der Reichsuniversität Posen, die da neu gegründet worden ist. Und sein Oberassistent und Habilitant war Robert Herrlinger. Und beide hatten zusammen dieses Problem, dass sie ab 1942 für Luftwaffenmedizinstudenten Schnellkurse machen mussten, also innerhalb von 6 Minuten den Stoff von 6 Wochen den Stoff von 2 Semestern durchpauken, wurden beurlaubt von der Wehrmacht. Und da entstand der berühmte Voss-Herrlinger. Da musste man weg von diesen komplizierten anatomischen Atlanten, da musste das Wissen schnell und kompakt vermittelt werden. Und 1946 in der DDR, in Jena, erschien dann die erste gedruckte Auflage. Insgesamt weit mehr als 30 Auflagen, sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Und für die DDR war Voss-Herrlinger ein wunderbarer Devisenbringer. Auch eine polnische Übersetzung erschien, spanische. Und das wurde dann gebraucht nach dem Krieg wieder in der DDR durch die Bildungsmobilisierung aus der Arbeiterschaft, aber auch in der Bundesrepublik durch die Verbreiterung des Studiums in andere Schichten, die nicht mit großen Bücherwänden und aus Professoren- oder Pfarrershaushalten im Rücken aufgewachsen waren. Es war praktisch. Und das ist, diese Vereinfachung aus dem Zweiten Weltkrieg ist bis heute geblieben. Während Voss in der DDR, in Jena, wirklich Karriere machte, ist das mit Herrlinger nicht gelungen. Herrlinger hat dann in Tübingen weiter, in Würzburg nach dem Krieg angefangen und dort ist seine, er war habilitiert, dort ist verhindert worden, dass er eine Professur bekommt und zwar von einem zurückgekehrten jüdischen Wissenschaftler, und ein Professor Ströder für Kinderheilkunde,
der im Nationalsozialismus nicht aktiv war, sondern sich dagegen gestellt hat. Und warum? Herrlinger, am Lehrstuhl von Voss, hatte sich als Anatom der Milz hervorgetan und dazu seit 1942 und bis in die 50er Jahre wichtige Arbeiten veröffentlicht, auch in Handbüchern, und das hat er auf eine bestimmte Weise, nämlich an der Hinrichtungsstätte der Gestapo in Posen unternommen, diese Forschungen. Und das funktionierte so in seinem gedruckten Bericht. Die Männer waren gesund und zwischen 18 und 48 Jahre alt. Sie standen Herrlinger 40 bis 80 Sekunden nach dem Tode zur Blutentnahme und Laprotomie, also hier aus der Halsschlagader, der Öffnung der Bauchhöhle, zur Verfügung. Herrlinger postierte sich also mit Kanülen und Skalpell neben der Guillotine der Posener Gestapo und nutzte das Fallbeil als erweitertes Operationsbesteck. Die Entnahme des arteriellen Blutes, so Herrlinger in seinem wissenschaftlichen Aufsatz, der ist 1947-48, also 48 veröffentlicht worden in der Anatomischen Zeitschrift mit Genehmigung der sowjetischen Militäradministration. Es hat kein Mensch daran Anstoß genommen, an dieser Beschreibung offenbar. Wurde zuerst, und zwar aus der noch pulsierenden Halsschlagader, vorgenommen. Also das ist alles gedruckt so. Das konnte man auch in den 60er, 70er Jahren, als dieses Lehrbuch noch verwendet wurde, alles nachlesen. Wurde zunächst in der üblichen Weise mittels Zählpipette entnommen. Diese eigentlich optimale Forschungssituation am noch pulsierenden geköpften Toten hatte neben ihren Vorzügen eigentümliche Nachteile, wie Herrlinger auch in seinem gedruckten Aufsatz schrieb. Manchmal war jedoch durch sofortige Speisebrei-Entleerung aus der Speiseröhre die einwandfreie Untersuchung des Karotidenblutes unmöglich. Noch während der Pipettierung des Karotidenblutes wurde die Bauchhöhle eröffnet, die Milz so vorsichtig wie möglich herausgenommen und durch Absaugen des am Stumpf auftretenden Tropfenblutes die Zählpipette gefüllt. Diese Blutentnahme fand durchschnittlich 120 bis 180 Sekunden postmortem statt. Auf diese Weise beantwortete Herrlinger die so lange offene Frage nach der morphologischen Zusammensetzung des Milzblutes bei Menschen mit einem Schlage. So, deswegen, so haben wir den Anatom der Milz in Deutschland bekommen. Nun, in den 50er Jahren hat man so jemanden jetzt nicht dauerhaft bestraft, sondern, Sie werden es nicht glauben, mit einem Lehrstuhl für Medizingeschichte abgefunden. Und so können Sie sehen, wie die Medizingeschichte in der Bundesrepublik, ich hatte dann selber noch damit zu tun, so entstanden ist und gearbeitet hat. Er ging dann also von Würzburg nach Wien und der rassisch verfolgte Internist, das war Ernst Wollheim. So. Man hat mir dann in Posen das Tagebuch des Hermann Voss in die Hand gedrückt aus dieser Zeit. Das hatte er bei seiner überstürzten Abreise Ende 1944, Anfang 1945 dort vergessen. Und man sagte mir dazu, der Mann sei in der DDR berühmt geworden und die DDR habe versucht, dieses Tagebuch in Besitz zu nehmen, nämlich die Staatssicherheit. Das kann man auch in den Akten der Staatssicherheit inzwischen nachlesen. Und sie hätte es also vernichten wollen und ich soll es mitnehmen, also in Kopie und unbedingt veröffentlichen. Das habe ich dann auch, wir haben dann erst diese Zeitschrift, von der schon die Rede war, oder diese Buchserie gegründet, dann getan. Und prompt reagierte die Anatomische Gesellschaft, es handle sich um eine Fälschung. Wenn die Staatssicherheit in den 60er Jahren schon festgestellt hatte, es ist echt. Aber wegen des Ruhmes, er war hervorragender Wissenschaftler des Volkes, Hermann Voss, ein glänzender Didaktiker und auch bei den Studenten sehr beliebt. Der Kürze wegen lese ich nur einen Auszug vor, aber das sind ganz viele dieser Art.
Sonntag, 15.06.41. Gestern habe ich mir den Leichenkeller und den Verbrennungsofen der Anatomie des Institutes in Polen, also in der Zwischenkriegszeit neu gebaut worden, angesehen. Dieser Verbrennungsofen war für die Beseitigung von Leichenteilen bestimmt, die von den Präparierübungen übrig geblieben sind. Jetzt dient er dazu, um hingerichtete Polen zu veraschen. Fast täglich kommt jetzt das graue Auto mit den grauen Männern, das heißt SS-Männern von der Gestapo, und bringt Material für den Ofen. Da er gestern nicht in Betrieb war, konnten wir hineinschauen. Es lag darin die Asche von 4 Polen. Wie wenig doch von einem Menschen übrig bleibt, wenn alles Organische verbrannt ist. Der Blick in einen solchen Ofen hat etwas sehr Beruhigendes. Die Polen sind augenblicklich wieder sehr frech und infolgedessen hat unser Ofen viel zu tun. Wie schön wäre es, wenn man die ganze Gesellschaft durch solche Öfen jagen könnte. Dann gäbe es endlich einmal Ruhe im Osten für das deutsche Volk. Voss hatte auch noch einen Oberanatomen, das war ein umgesiedelter Baltendeutscher, Gustav von Hirschheid. Über den schreibt er am 19.05.42. Am Sonntag sagte mir Herr von Hirschheid, dass es sich am Sonntagabend, am Sonnabend, einem freien Tag, ja, bei einer verlausten Judenleiche einige Läuse geholt habe. Er macht nämlich Gipsabdrücke von Judenköpfen für das Wiener Anthropologische Museum. Das war eine herrliche Botschaft, schreibt Voss, weil nämlich die hier eingelieferten Judenleichen oft diesen Tag oft an Flecktyphus gestorben sind. Das waren so Autobahnbaulager in der Nähe von Posen, eingeliefert, an Flecktyphus gestorben sind. Da ich gerade an diesem Tag in Low Spirits war, wie der Engländer sagt, so wirkte diese Sache sehr stark auf mich. Nach einigen Tagen starb Hirschheit an dieser Infektion. Nur so viel, dass kann man weiter fortführen. Nach meiner Veröffentlichung wesentlicher Teile des Tagebuchs behauptet die Anatomische Gesellschaft, das hatte ich schon gesagt, der DDR, das stimme alles nicht, was die Staatssicherheit längst wusste und festgestellt hatte. An der Tafel in Jena am Anatomischen Institut war auch eine Bronzetafel. Hier lehrte Hermann Voss bis einige Jahre nach der Wende. Das Original des Voss-Tagebuchs, Moment, so, ja, hier. Wie der 1983 in Riga geborene Oberpräparator Hirschheid sich im Sommer 1942 an Fleckfieber infiziert hatte und daran gestorben war, ergab sich aus dem Voss-Tagebuch. Aber dank weiterer Zufälle fand ich auch da noch etwas Erhellendes. Im Februar 1942 hatte sich nämlich der Kustos der Anthropologischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien an Voss gewandt. Er hätte gehört, dass man da Leichenteile bestellen könne, beziehungsweise Skelettteile für die Sammlung. Wie mir Professor Schäfzig mitteilte, besteht die Möglichkeit, dass unser Museum, das ist das Naturhistorische Museum in Wien, da kennen Sie vielleicht das Kunsthistorische und dann kommt Maria Theresia und dann ist genauso groß das Naturhistorische, daneben sehr schöne Einrichtung. Frau Dr. Berner, die dort in der anthropologischen Abteilung Kustodin ist, hat vor einigen Wochen hier gesprochen. Mir mitteilt, dass unser Museum Schädel männlichen und weiblichen Geschlechts von Polen etc. von ihnen erwerben könnte. Da wir an verschiedenen Polentypen Mangel leiden, würde es für unsere Arbeit sehr wertvoll sein, solche Schädel zu besitzen. Je mehr, desto besser. Also schreibt das Anthropologische Institut. Hirschheid antwortete postwendend, Polenschädel männlich und weiblich zum Preis von je 25 Reichsmark. Das muss man heute ungefähr mit 20 multiplizieren, dass man auf Eurobeträge kommt. Könne er sofort liefern, Polenschädel von Kindern und Jugendlichen kann ich Ihnen vorläufig nicht liefern. Also Sie müssen sich klar machen, das ist ein Brief vom März 1942, also schon so fortgeschritten nach der Wannsee-Konferenz.
Judenschädel männlich, 20- bis 50-Jährige, kann ich Ihnen auch zum Preise von 25 RM offerieren. Auch Totenmasken der entsprechenden Individuen aus Gips liefern, zum Preis von 15 Reichsmark. Von besonders typischen Ostjuden könnte ich Ihnen Gipsbüsten anfertigen, damit man die Kopfform und die oft recht eigenartigen Uhren sehen kann. Der Preis dieser Büsten würde sich auf 30 bis 35 Reichsmark stellen. Diese Büsten gibt es heute noch im Museum in Wien. Und aufgrund meiner Veröffentlichung hat dann Frau Dr. Berner als Margit Berner als junge Kustodin da angefangen. Hat sie gesagt, ja, also was machen wir jetzt mit diesen Köpfen, mit diesen Schädeln? Mit den jüdischen Schädeln war es relativ einfach. Die konnten mit der jüdischen Gemeinde auf dem Friedhof bestattet werden, dem jüdischen Friedhof in Wien. Das ist dann auch bald geschehen, auf Initiative dieser einen Frau, immer gegen die Direktion des Hauses. Und dann ging es noch um die Polenschädel. Das dauerte dann noch mal 5 Jahre länger. Dann wurden sie so in Kopfsärge gepackt, ausgesegnet in der polnischen Kirche am Kahlen Berg in Wien und sind dann nach Polen rücküberführt worden. Nun hat der Hirschheit in seiner Freizeit ja gearbeitet und er starb daran. Und da kriegte man damals kaum Rente. Jetzt musste das Ganze in einen Arbeitsunfall umgedichtet werden, aber es war eine unangemeldete Nebentätigkeit eines deutschen Beamten. Das ging irgendwie nicht. Na, jedenfalls Voss hat das reguliert und so wurde die Witwenrente für Pauline von Hirschheit verdreifacht und sie hat dann auch die restlichen Sachen, die noch nicht abgeschickt waren, wurden abgewickelt. Er hat dafür 1318 Euro, Reichsmark 50 aus Wien bekommen und sein Gehalt betrug ungefähr 200 Reichsmark im Monat. Da können Sie so ermessen, wie diese Nebentätigkeit funktioniert hatte. Voss selber hat auch verkauft, ganze Skelette. Er hatte eine Knochenbleiche auf dem Dach, auf der er sich auch gesonnt hat. Ja, Sie gucken so, es war so, es tut mir leid, ich kann ja nur Tatsachen referieren. Und das haben Sie in ganz vielen Schulsammlungen und so weiter. Das ist über eine Leipziger Firma abgewickelt worden, die kriegen Sie auch nicht mehr raus aus den Sammlungen. Er sagt, ich bin auf dem Tagebuch, wenn Sie es genauer wissen wollen. Habe ich das hier? Ja. Ja, genau. 42 im Sommer. Heute nach dem Mittagessen habe ich eine Dreiviertelstunde oben dicht unter dem Dach auf unserer Knochenbleiche gesessen und mich von der Sonne bescheinen lassen. Rechts und links von mir lagen bleichende Polengebeine und die ab und zu ein leichtes knackendes Geräusch hören ließen. Ja. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nun mal als Historiker für Tatsachen und nicht für Unrechtskontexte zuständig. Ja, also Frau Hirschheit hat sich dann bei Herrn Dr. Wastel in Wien, der das alles da gesammelt hatte, übrigens die Moulagen der toten und ermordeten Juden, an denen sich Hirschheit dann infiziert hat, die gibt es in Wien noch, die nimmt keiner, die sind dort in der Sammlung und sollen dort auch bleiben. Ja, die schreibt dann die Pauline an den Herrn Wastel. Er war Forscher und Wissenschaftler durch und durch. Sein Leben hieß Arbeit. Er war Ahnenforscher, bearbeitete die Judenfrage und war Antisemit ganz und gar. Hatte schon in Lettland viele Menschen daran aufgeklärt und machte ganze Arbeit. Als mein Mann am 27. Mai an Fleckfieber erkrankte, 12 Tage nach dem Biss einer Flecktyphus-Judenlaus und mit hohem Fieber in der Universitätsklinik ohnmächtig zusammenbrach, bat er die Assistenten, sie sofort in Kenntnis zu setzen, warum sich die Sendung seiner Ausstellungsarbeiten verspätet hat.
Leider war es meinem Mann nicht mehr vergönnt, noch den letzten Schliff, wie er sagte, mit einigen Finessen an seinen Arbeiten hineinzubringen und den passenden Ton dazu. Wie hatte mein Mann gehofft und sich gefreut, im Juni dieses Jahres nach Wien zu kommen und die Ausstellung, das Museum sich anzusehen. Wir hatten da einen großen anthropologischen Saal und natürlich auch eine Rassenausstellung damals. Er hoffte auch im Stillen, dass unser Führer einmal diese Räume sich und seine Arbeit mal ansehen würde, wenn er das Museum besichtigt. Wenn es einmal dazu kommen sollte, Herr Doktor, dann bitte vergessen Sie nicht, den Namen meines Mannes dabei zu nennen und dem Führer zu sagen, dass mein Mann bei dieser Arbeit sein Leben gelassen hat. So sollte man ja nicht machen. Ja, über diese Arbeit, als ich dies veröffentlicht habe, hat mich Karl-Heinz Roth darauf hingewiesen, dass ich mich doch vielleicht noch wenigstens in der Fußnote mit dem Anatom Hermann Stieve beschäftigen sollte. Auch Stieve hatte in der Berliner Charité bis zur Wende einen Hermann-Stieve-Saal nebst Büste und er gilt als der Anatom der Gynäkologen. Und im Nachruf, in der DDR auch erschien, wie dieser Herrlinger-Aufsatz, aus dem ich vorhin zitiert hatte, von 1952, da starb er unvermittelt, heißt es, die Zeitverhältnisse brachten es mit sich, dass Stieve bei seinen Untersuchungen an männlichen und weiblichen Geschlechtsdrüsen des Menschen auch Fragestellungen verfolgen konnte, die ihn bereits in seinen ersten Arbeiten bewegten. Schon 1918 berichtete er, dass Hühner in 1913 durchgeführten Versuchen, wenn sie in Käfige gesperrt wurden, niemals mehr zur Eiablage schritten, während sie sich in Versuchen, die ein Jahr später an gleicher Stelle stattfanden, an die Gefangenschaft gewöhnt hatten. Der Grund für dieses verschiedene Verhalten wurde Stieve erst später klar. Er bestand darin, dass sich 1913 im gleichen Stall, aber ebenfalls in Käfige eingesperrt, ein Fuchs und mehrere Katzen befanden, deren auch durch den Geruch wahrnehmbare Anwesenheit die Hühner offenbar stark verängstigte. So, was hat er jetzt im Nationalsozialismus gemacht? Hatte gefangene Frauen untersucht, denen die Hinrichtung angekündigt worden war. Und zwar wurden sie erst klinisch untersucht und dann nach der Hinrichtung anatomisch. Und so dazu sagen, das Hühnerexperiment aus der Zeit des Ersten Weltkrieges und kurz davor an Frauen durchgeführt. Da schreibt er 1942 in Zusammenarbeit mit dem KZ in Ravensbrück und der Hinrichtungsstätte in Berlin-Plötzensee. Im Jahr 1942 hatte ich Gelegenheit, eine Frau, es waren mehr als 40, genau zu untersuchen, bei der eine solche außergewöhnliche Blutung aufgetreten war. Die Frau war 20 Jahre alt, die erste Regel war im Alter von 15 und so weiter, 28 Tage, alles gut. Als Folge starker nervöser Erregung hatte sie 92 Tage, das ist der Zeitpunkt vom Todesurteil in der Gefangenschaft, lang nicht mehr menstruiert. Im Anschluss an eine Nachricht, die sie sehr stark erregte, floss dann reichlich Blut aus der Scheide. Die Frau glaubte, dass eine Menstruation eingetreten sei. Da wurde ihr die Hinrichtung angekündigt, aber noch nicht vollzogen. Dies war aber nicht der Fall. Später hatte ich dann 1943 Gelegenheit, eine ganze Anzahl solcher Fälle zu untersuchen. Ich hatte später reichlich Gelegenheit, den Erfolg stark erregender Ereignisse auf die weiblichen Geschlechtsorgane zu beobachten. Die Aussage, dies war aber nicht der Fall, hatte Stieve an der toten
hingerichteten Frau verifiziert. Die Summe ist dieser Forschungen der Einfluss von Angst und psychischer Erregung auf Bau und Funktion der weiblichen Geschlechtsorgane. Und dazu hat Hermann Stieve ganz zweifellos die wissenschaftlichen Grundlagen geliefert. Stieve war es vollkommen gleichgültig, ob die von ihm untersuchten Frauen Polinnen, Jüdinnen oder Deutsche waren. Auch beendete er diese Forschung 1945 nicht, sondern führte sie in aller Ruhe weiter. Als am 14. Januar 1947 die 46-jährige Oberärztin Hilde Wernicke und die 41-jährige Krankenschwester Helene Wiczorek wegen Massenmords an psychisch Kranken per Fallbeil hingerichtet wurden, verfügte der zuständige Staatsanwalt, ein Antifaschist, der von den Amerikanern eingesetzt war, Karl Arends: Ich bitte die erforderlichen Vorbereitungen für die Hinrichtung zu treffen, insbesondere einen Raum in unmittelbarer Nähe der Richtstätte bereitzustellen, in dem Vertreter des Anatomischen Instituts der Universität Berlin an den Leichnamen der Hingerichteten wissenschaftliche Untersuchungen anstellen können. Das ist 47, das geht so weiter. Die Gelegenheit ist da, also wird sie wahrgenommen. Dazu passt eine Geschichte, die der britische Journalist Sefton Delmer, er sprach fließend Deutsch, in seinem 1961 erschienenen Buch »Die Deutschen und ich« erzählte. Er berichtete, wie er im September 1946 von einem alten Wärter in einen Keller der Berliner Charité in säuerlich riechendem Halbdunkel zu zwei mächtigen Holzbottichen geleitet wurde. Beide gefüllt mit Menschenköpfen aus der Hinrichtungsstätte Plötzensee. Jawohl, sagte sein Begleiter, obwohl Hitler und Himmler längst tot sind, ihr Drittes Reich nur noch eine hässliche Erinnerung, betreiben die Studenten und ihre Professoren weiterhin eine so typisch nationalsozialistische Verwertung des Wertlosen. Und das mit den Überresten von Menschen, die man eigentlich als Helden und Märtyrer hätte ansehen müssen. Delmer kommentiert: Niemand außer diesem Mann, einem alten Sozialdemokraten, hatte daran bislang Anstoß genommen. Ich habe mich auch beschäftigt, zufällig, über Fragen der sogenannten Kindereuthanasie. Da gab es eine sogenannte Fachabteilung auch in Berlin, neben der Karl-Bonhoeffer-Nervenstätte, wie sie später Heilklinik, wie sie später hieß, Abteilung Wiesengrund. Es sind ungefähr 150 Kinder ermordet worden und Berthold Ostertag, der später dann hier Privatdozent und dann Professor wurde, hat diese Kinder untersucht und ich glaube, das hat auch mit dem Gräberfeld und den Forschungen dort etwas zu tun. Also das kennen Sie genauer. Ich habe mit Ostertags Sohn, das ist inzwischen verstorben, damals auch Kontakt aufgenommen, sehr freundlicher, netter Kinderarzt in Regensburg war das. So, und über diese Ostertag-Geschichte kam ich dann hier auf dessen Nachfolger Jürgen Peiffer, beziehungsweise eher auf mich. Und das ist auch interessant. Peiffer war Senator der Max-Planck-Gesellschaft und ich hatte mich mit Julius Hallervorden beschäftigt im Zuge meiner Forschungen zu den Euthanasiemorden, einer der wahrscheinlich wichtigsten und interessantesten Anatomen, soweit es um Hirne und das zentrale Nervensystem geht, die wir im 20. Jahrhundert hatten. Und der war erst Prosektor an der Brandenburgischen Landesnervenklinik in Görten und hat dann sich im Krieg während dieser Mordaktion ungefähr 700 Gehirne befasst. Aber jetzt wissen Sie ja, für einen Anatomen ist ja wichtig immer, das war ja für Stieve auch sehr wichtig,
wenn er dann hier den anatomischen Befund sich anguckt, gerade wenn es um Nervenkrankheiten geht und um seltene Sachen, dass er vorher die klinischen Befunde hat. Also, dass man das zusammen hat und möglichst dicht. So, und dann hat er also sich wirklich konkrete Kinder und Jugendliche bestellt. Die sind zum Teil ein halbes Jahr klinisch untersucht worden, ganz gründlich, mit Intelligenztests, mit hier diesen Röntgenuntersuchungen, diesen Einspritzungen, dass man Kontrastaufnahmen machen kann, mit genauen Krankengeschichten, Verwandtschaftsverhältnissen und so weiter. Und die Sektion hat er dann selber neben der Gaskammer vorgenommen. Gerade wenn es um Gehirne geht, muss das möglichst schnell gehen. Und da darf man nicht zu lange warten. Und hatte dann also für seine Sammlung die klinischen Befunde sehr schön und dann eben auch die anatomischen. Das haben die natürlich während des Krieges gar nicht geschafft. Die Sammlung wurde gerettet am Ende des Krieges, kam nach Essen, erst nach Gießen, dann nach Frankfurt. Und da habe ich mich im Jahr 1983, glaube ich, erkundigt, ob ich die sehen dürfte. Die Max-Planck-Gesellschaft hat geschrieben, nein, das fällt unter das Arztgeheimnis. Die darf ich nicht sehen. Das sind ja intime Daten von Patienten. Und dann habe ich mich also zurückgeschrieben, naja, aber die sind ja von Ärzten ermordet worden. Also wie ist das denn in diesen Fällen mit Arztgeheimnis? Nein, nein. Dann habe ich mich an den hessischen Datenschutzbeauftragten gewandt. Das ist ein Pionier des deutschen Datenschutzes gewesen. Er ist gerade gestorben, Spiro Simitis. Der hat das durchgesetzt, dass ich die Sammlung gucken kann. Aber wie? Er hat gesagt, wie Herr Dr. Ali nachgewiesen hat, forschen Sie ja laufend noch an dieser Sammlung. Und wenn Sie medizinische Forschungen betreiben und zulassen, dann müssen Sie auch Forschungen anderer Fachrichtungen zulassen. Forschung ist prinzipiell gleichberechtigt. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Max-Planck-Gesellschaft hat sich darauf eingelassen, auf dieses Argument. Also die Forschung, die medizinische Forschung, war ihr 83 noch so wichtig, dass sie gesagt hat, naja, lassen wir diesen Ali mal ran. Da war gerade der Herr Wolf Singer neu aus Amerika gekommen, als direkt sagte, ist ja schrecklich. Und ich habe dann also da fotokopiert und gemacht. Teilweise waren die Akten hinter den Paneelen, da kriegte ich einen Kreuzschraubenzieher, um die abzumachen. Und dann hatte ich diese ganze Sammlung. Und das habe ich dann veröffentlicht. Und 5 Jahre später sind auch die meisten Präparate, Pfeiffer sagte mir, sie kriegen solche Präparate nie aus den Sammlungen ganz raus, weil sie halt verteilt werden und dann bei irgendwelchen Einzelforschern noch liegen oder in Nachlässen und so weiter, sind sie auf eine sehr merkwürdige Art auf dem Münchner Waldfriedhof bestattet worden. 20 Jahre später habe ich da diese Arbeiten nochmal neu aufgegossen, auch weil so viel abgeschrieben wurde. Es ist ja ein Gerücht, dass das Abschreiben nur Politiker machen, die promovieren. Das ist eine grobe Lüge, ein ganz falscher Eindruck. Also da ich in dem akademischen Betrieb keine starke Stellung habe und niemand begutachte und nicht entscheide über Karrieren und Stipendien und sonstige Zuteilungen, kann ich, ohne dass jemals jemand geklagt hat, sagen, der und der hat bei mir kräftig abgeschrieben. Und also habe ich das dann nochmal veröffentlicht in einer sehr schön bearbeiteten Form und geschrieben, der Justiziar der Max-Planck-Gesellschaft, ein Herr Kalb, hat damals so argumentiert und der wollte mich verklagen. Er lebte noch und wollte also klagen. Und dann bin ich ins Archiv der Max-Planck-Gesellschaft gegangen und habe gesagt, na, ich möchte mal diesen Vorgang sehen, der betrifft mich ja und das Informationsfreiheitsgesetz, alles, was mich betrifft. Also ich kriegte das aus, war gar kein Problem. 2000 Seiten Papier sind meinem Antrag gefolgt. Darüber habe ich auch einen Aufsatz geschrieben und der ist in dem Buch Volk ohne Mitte abgedruckt, sehr autobiografisch. Also da steht zum Beispiel drin, wir können auch nicht dulden, dass Herr Dr. Ali die
diese Akten ansieht. Er ist nämlich Partei, da er, wie wir wissen, selber eine behinderte Tochter hat. Ja, Max-Planck-Gesellschaft, unsere Exzellenz. Ja, aber es wird noch schöner. In diesem Zusammenhang davor hat sich Professor Peiffer an mich gewendet und hat gesagt, ja, er würde das, man müsste da mal so ein bisschen Luft reinkriegen und als Senator und Emeritus würde er das jetzt beforschen. Und ich habe ihm all mein Material gegeben, was ich gesammelt habe. Es hat er alles mitgenommen. Und auch hier in Tübingen, er hat mich dann in einem Sammelband mitveröffentlicht und so weiter. Und dann habe ich ihn, wir hatten viele Gespräche miteinander und zwar auch ein wirklich netter Mensch und ein netter Kontakt. Ich habe auch viele Briefe von ihm dazu. Und dann hatte ich so einen ganz besonders krassen Fall. Das sind drei hintereinander, zwei Brüder und ein Cousin, die eine schwierige Krankheit haben, die Pelizaeus-Merzenbachersche Krankheit. Und die sind da laufend weiter beforscht worden. Und ich habe ihn dann gefragt, warum haben sie denn in ihrem Buch über Hallervorden und Spatz und so, was sie da so gemacht haben, warum haben sie da über diesen einen Fall gar nicht referiert? Und da ist doch auch ein Aufsatz erschienen, noch nach dem Krieg, von einem Herrn Seitelberger in Wien, genau über diesen Fall. Und dann sagt er, ja, ja, ach, dieser Herr Seitelberger, ja, ja, der auch, ich weiß. Und hat diesen Fall umschrieben. Mittlerweile weiß ich, warum. Ich glaube, die Antwort zu kennen. Ich fand sie nämlich wieder, als ich 2014 im Internet, als ich da meinen Aufsatz schrieb über meine Aktenerfahrung im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, ein herrlicher Akt. Sie glauben es nicht, wie dumm Wissenschaftler sein können. Es ist wirklich krass, wenn Sie meinen, Ihre Standes- oder Institutionen-Ehre verteidigen zu müssen. Also habe ich danach geguckt, wie man diese Pelizaeus-Merzenbachersche Krankheit überwiegend schreibt, ob mit Bindestrich oder ohne und wie die das gerade so machen und ob da so ein englischer Akzent dazwischen ist oder nicht. Ja, und was finde ich da? Ein Aufsatz von Jürgen Peiffer genau über diese Krankheit. Den habe ich mir dann geholt und genau über diese drei ermordeten Kinder, die diese Krankheit hatten, in unterschiedlichen Altersstufen nämlich, um rauszukriegen, wie sie sich entwickelt. Also dass die Morde fanden zwischen 42 und 44 statt und er hat das gemacht an der Psychiatrischen Anstalt in München, auch ein Kaiser Wilhelm bzw. Max-Planck-Institut, zusammen mit der Tochter von Ernst Rüdin, der die damals geleitet hat und die eine sehr strenge Wahrerin des Erbes ihres, des rassenhygienischen und erbhygienischen Erbes ihres Vaters gewesen ist. Ja, und dieser Aufsatz kommt also Peiffer wusste ja ganz genau, kommt auch in seinen Lebenserinnerungen auch der Name Zerbin Rüdin und auch diese ganze Zeit da an dieser psychiatrischen Forschungsanstalt in München kommt da nicht vor. Ja, aber er hat das, ja und den Aufsatz hat er gewidmet Herrn Professor Dr. Julius Hallervorden zum 80. Geburtstag. Und das hat er alles ausgelassen und niemals öffentlich thematisiert, aber er hat für seine Lebenserinnerung, finde ich, einen sehr schönen Titel gefunden, der das einschließt. Vergangenheit, gebrochener Spiegel. Ja, das ist ja auch etwas, ich glaube, unsere ganzen Erinnerungen von allen Menschen sind nicht unproblematisch. Nur um den früheren Forschungen Peiffers am Münchner Max-Planck-Institut für Psychiatrie nachzugehen, ließ ich mir Anfang 2014 noch das Verzeichnis der Akten geben, die das Max-Planck-Archiv in Berlin zu diesem Institut verwahrt.
Es enthält nur wenige Stücke, vor allem die Befunde der Hirnpräparate, die seinerzeit 1990 auf dem Waldfriedhof in München beigesetzt worden waren. Zu Pfeiffers Studie enthalten die Unterlagen nichts. Allerdings machte mich der Titel der letzten mit Nummer 23 bezeichneten Akte stutzig. Heil- und Pflegeanstalt Bruckberg bei Ansbach. Sektionsbefunde von Kindern 1942 bis 1944. Die sind an die psychiatrische Anstalt in Liefer, damals, glaube ich, ein Herr Schleusing, untersucht. Der Eintrag erinnerte mich sofort an eine alte Geschichte. Am 1. April 1985 hatte ich eben jenes Max-Planck-Institut für Psychiatrie besucht, um auch dort Gehirnpräparate von Opfern der Euthanasiemorden zu erfragen. Zuvor hatte die Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft meine Visite mit der Leitung des Instituts mehrfach intensiv vorbereitet und eingeübt, wie ich dann später aus den Akten erfahren habe. Ja. Und ich wurde dort empfangen von Herrn Professor Gerd Peters, der lange Direktor war, aber inzwischen emeritiert. Wie Herr Peters sagte, war er ein Mann der Erlebnisgeneration. In der Tat, seit Kriegsbeginn hat er am Institut für Luftwaffenmedizinische Pathologie des Reichsluftfahrtministeriums gearbeitet und war 1941 an dessen Außenabteilung für Gehirnforschung in Berlin-Buch versetzt worden. Dort untersuchte er unter anderem die Folgen von Unterkühlung für das menschliche Gehirn. Am 26. und 27. Oktober 1942 nahm er an der Konferenz Ärztliche Fragen bei Seenot und Wintertod teil, wo auch über die einschlägigen Experimente an Häftlingen im Konzentrationslager Dachau, das ist Rascher, die Unterkühlungsversuche dort berichtet wurde. Die unmittelbar beteiligten Ärzte Sigmund Rascher und Ernst Holzlöhner berichteten beispielsweise über tödlich endende Menschenversuche in eiskaltem Wasser. Der Rigor hört schlagartig auf, wenn der Tod eintritt. Das muss man eigentlich nicht erforschen. Nach der Auskunft, die mir der Archivar damals gab, 2014, hatte Peters während seiner Zeit als Abteilungsdirektor alles daran gesetzt, jene schriftlichen Spuren zu tilgen, die auf medizinische Verbrechen während der NS-Zeit schließen lassen konnten. Eben dieser Professor Peters führte mich am 1. April 1985 in den Aktenraum des Instituts, zog vielerlei Konvolute heraus, um wortreich zu beweisen, dass in diesem jahrelang von ihm geleiteten Institut weder Unrechtsmäßiges noch Anstößiges geschehen sei. Der betont joviale Nazi-Opa belog mich von vorn bis hinten. Das stand bald fest. Meinerseits hatte ich zwei dicke Ordner mit fotokopierten Krankenakten mitgebracht, und zwar von Kindern, die in der Heil- und Pflegeanstalt bei Ansbach ermordet und deren Gehirne häufig an folgende Adresse geschickt worden waren: Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie, Kaiser-Wilhelm-Institut, zu Händen von Dr. Schleusing. Ich versuchte, Peters von der Authentizität der Dokumente zu überzeugen und bat ihn um die dazugehörigen Unterlagen des Instituts, vergeblich. Nachdem wir uns verabschiedet hatten, war meine Tasche leichter geworden, wie ich auf der Straße bemerkte. Ein Ordner fehlte. Ich lief zurück, die Sekretärin verständigte Peters und bedauerte 10 Minuten später: Herr Professor Peters hat alles abgesucht, aber nichts finden können. Wieder in Berlin schickte ich Peters einige Dokumente, die er mich gebeten hatte, und setzte am Ende recht bestimmt hinzu: Ich habe am 1. April bei Ihnen einen Leitsordner vergessen mit der Aufschrift Ansbach 2. Ich bitte, mir diesen Ordner bis zum Sommer zurückzugeben. Peters antwortete nicht. Daraufhin schaute ich 2014 genauer nach, was Peters seinerzeit über meinen Besuch vermerkt hatte, und wurde fündig. Im Februar 1986 hatte er meinen Ende 1985 publizierten Aufsatz »Der saubere und der schmutzige Fortschritt« für die MPG-Spitze kommentiert und sich fürchterlich darüber aufgeregt. In dieser Stellungnahme erwähnte er die von Dr. Ali bei seinem hiesigen Besuch zur Verfügung gestellten Akten.
Ja, Max Planck, deutsche Professoren, ist das nicht schön? Ja, also wir haben es ja viel besser gemacht als die DDR, merken Sie sich das. In dieser Stellungnahme erwähnte er die von Akten. Zwei Jahre später widmete sich Professor Detlef Ploog dem Nachlass seines mittlerweile verstorbenen Kollegen Peters. Seinem Institutsdirektor Georg W. Kreuzberg schrieb er: Ich habe hierbei einen wichtigen Ordner gefunden, der unter anderem Sektionsbefunde von Kindern aus der Heil- und Pflegeanstalt Bruckberg bei Ansbach enthält. Ich glaube, dass man diesen Aktenhefter nicht vernichten kann. Ich gebe ihn daher zu Ihren Händen. Kreuzberg sandte den Ordner alsbald an das Archiv der MPG. Dort wurde er auch benutzt von so Wissenschaftlern, irgendwelchen Dissertanten. Dort bestellte ich ihn am 3. Februar 2014. Er enthielt die von mir 1984 angeklebten und beschrifteten Merkzettel. Vier Tage später restituierte die Max-Planck-Gesellschaft mein Eigentum, das mir einer ihrer Institutsdirektoren 29 Jahre zuvor gestohlen hatte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.